Zum Schmied wollte ich nochmal gucken. Der mir was Neues beibringen kann, beziehungsweise da hinten war ja auch noch einer. Ei. Ich glaube, der hat auch wieder neue Ware bekommen. Aber nichts gut genug. Wer es sich leisten kann, wird die doppelläufiger. Hä, hatte ich nicht irgendwas mit 2x75? Bin ich jetzt komplett falsch? Was wollte ich gerade tun? Irgendwas wollte ich verkaufen. Perlen? Die Federn? Ach, der Pokal bestimmt. Schade, ich hätte gedacht, dass der mir noch irgendwas Cooleres geben könnte. Ach, sag bloß, der schiebt hier keine Wache mehr, weil ich die Typen ja schon gekillt habe. Die Schnellreise geht so flink, ey. Aber der richtige Ladebildschirm, wo er ja prinzipiell das gleiche lädt, dauert so lange. Hier ist niemand. Das Wichtigste Karte 6 habe ich doch schon. Der Zucker und das Wasser. Zusammengerührt fängt das an zu gären. Dann packst du die Brühe auf den Brennkessel. Bestimmt durch einen der Items. Du musst immer die der Temperatur legendären. Überwachen. Wenn die nicht stimmt, kannst du das Zeug direkt wegkippen. Wie mache ich unterschiedliche Schnäpse? Durch weitere Zutaten. Aber die stehen alle im Rezept. Solange du dich an das Rezept hältst, kann dir nicht viel passieren. Jeden Augenblick. Bloody Mary. Wollte mir jetzt eigentlich auch sagen, wenn ich irgendwie... Ach, damit könnte ich mal all meine Sachen, die ich hier noch habe, benutzen. Und auch zu Geld machen, theoretisch noch. So, ich wollte gucken. Rezepte. Bloody Mary. Habe ich sogar schon, siehst du? Aber ich habe auch nur noch 11.000. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er hier noch was für mich hat. Zeig mir ein paar. Welchen? Ich will meine schmutzigen Tricks schneller und häufiger anwenden. Schon mal drüber nachgedacht, dir kleine Taschen für Sand und Salz in den Ärmel zu nähen? Wozu soll das gut sein? Du kommst schneller dran. Du musst nicht erst in deine Hosentasche greifen. Außerdem wird der Gegner gar nicht bemerken, dass du etwas in der Hand hast. Hm, klingt gut. Ich werde es mal ausprobieren. Ich werde doch nicht mein schönes Hemd zersägen. Zeig mir da. Papagei habe ich schon. Salz will ich nicht. Kopftuch brauche ich nicht. Hemd habe ich was weitaus Besseres. Stiefel? Ah, die sind aber auch zu gut eigentlich. Stichwaffen habe ich hier noch. Da wollte ich doch eigentlich gerne als Ohrring. Gibt so wenige Ohrringe. Auch was haben mit Hiebwaffen dann zumindest, weil meine Hauptwaffe jetzt Hiebwaffe ist. Nö, mehr hat er nicht. Ich wundere mich, dass ich echt gerissen als 10 habe. Dass ich das gerade lernen konnte. Tatsache. Und den Stiefel hatte ich ja schon länger. Holzbein hat Härte hochgemacht. Schön, dann kann ich ja jetzt hier auch das eine lernen mit dem Aushalten noch. Zwillinge habe ich jetzt mittlerweile schon gelernt. 30 Sekunden nach der Zeit. Nein, danke. Vorne bei der Inquisition könnte ich dann nochmal gucken, ob ich da auch noch was kaufen kann. Aber ich werde hier nach erstmal die Sonne ausnutzen und nach dem Griff des der Klinge des Königsschwerts suchen. Den Griff habe ich ja eigentlich schon. Glaube ich zumindest, dass es so rum war. Huch, das wollte ich nicht. Was willst du? 6, Tatsache. Zeig mir, wie ich Schussverletzungen noch besser wegstecke.
Da gibt es keinen Trick. Aber du hast einen großen Vorteil. Du kennst die Schmerzen bereits, die auf dich zukommen. Du bist oft genug verwundet worden. Daher solltest du auch damit umgehen können. Also reiß dich ein bisschen zusammen. Und das wird schon funktionieren. Und dafür habe ich ihm 1000 Gold gegeben, ist das krass. Ich bin noch nicht... Nett. Mach ich doch nochmal. Bloody Mary habe ich, dann kann ich mir auch einfach mal die anderen holen. Und gib mir mal den Zucker. So, jetzt beame ich mich nach hier. Wobei, das könnte echt kürzer sein. Nur weiß ich nicht, ob bei Jacks Turm der gleiche Weg nach rechts war, deswegen gehe ich hier lang. Ich bin echt mal gespannt, wo ich das übersehen habe. Ich weiß, dass ich auf den Inseln da war. Oder war das... Ich weiß, dass ich an einer Stelle mit den Ghulen zu kämpfen hatte und auch bestimmt ein oder zweimal neu geladen hatte. Oder habe ich da ganz abgebrochen? Uah! Das wäre falsch. Ich dachte, hier gab es noch einen Weg rum. Mist. Was soll ich gerade sagen? Oder hatte ich da bei den Ghulen ganz abgebrochen, weil ich nicht weiterkam, weil die zu dem Zeitpunkt zu stark waren? Das ist natürlich so lange her, das war hier meine erste Insel, wo ich war. Ist klar, dass man das dann vergisst. Wenn es denn so gewesen ist. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen, kann ja auch sein. Aber ich bin eigentlich immer sehr gründlich. Wo war denn der Eingang? Links. Ich wollte gerade sagen, durch die Wand ging es nicht. Das war, glaube ich, irgendwo am Rande. Bin mal gespannt, ob das Königsschwert mein anderes ersetzt. Aber ich denke mal nicht, wenn das hier auf der ersten Insel war, dann hätte ich das ja am schnellsten bekommen. Zumal ich glaube ich in... nicht Antigua, wie hieß... Oh, ein Schweinchen! Wie hieß diese andere Stadt, wo ich als zweites war? An der Schwertküste. Zumal ich an der Schwertküste ja auch... als nächstes gelandet bin und da habe ich definitiv den Griff her gehabt. Vom Schmied, glaube ich, als Belohnung. So, ich gehe mal hier links. Ich dachte von Weitem, dass hier ein riesen Schildkröte der Fels. Denn ich weiß, dass hier vorne links ein paar Ghule waren, wo ich gekämpft hatte. Zack, one hit. Okay, wäre auch schlimm, wenn nicht. Krabi! Au! Und tschüss, mein Lieber. Zack, zack, zack. Krokos. Also die Tatsache, dass hier keine Ghule sind. Oder die Kiste war noch zu schwer, dass ich deswegen nicht rankam. Das glaube ich nämlich schon eher. Ich kann nicht glauben, dass ich irgendwas übersehen habe. Yes, 90. Obwohl, es muss ja nicht heißen, dass es die richtige ist. Aber wäre ja naheliegend. Ah, scheiße, ich wollte mit dem zweiten. Ah, zum Glück war es nicht doch wieder links, rechts noch zum Schluss beim letzten. Schädelohrring, da haben wir sie. Schwertklinge. Bäm. Schön, jetzt brauche ich nur noch eine Schmiede. Aber wir hatten hier oben ja eine. Dann ab zur Inquisition runter, da muss ich noch zur Schwert... nicht zur Schwertküste, zur Kristallfestung, weil da noch der Kamm ist. Und dann habe ich eigentlich so gut wie alles. Dann habe ich alles. Lass mich an deine Schmiede. Königsschwert. Schwertgriff, Königsschwert. Ach so, deswegen. Hatte mich mal gewundert, dass ich hier auf 1 gedrückt habe und dann was anderes auch weg war. Kein Wunder. So, um Geld zu machen, könnte ich ja jetzt sowas hier noch benutzen.
Vor allem, ich würde niemals den Krummsäbel bauen, wenn ich sehe, dass mir der 200 bringt, aber zwei Rohlinge braucht, wo ich für ein Schwert Rohling schon was kriege, was 375 wert ist. Genauso wie das. Das ist 375 wert ohne den Rubin. Dann verkaufe ich lieber den Rubin einzeln. Ja, also das Beste, um Geld zu machen, ist der Plankenbrecher. Aber da ich momentan kein Geld brauche, hebe ich mir die Schmiede-Rohlinge mal noch auf. So, was sagt mein Questbuch? Der Zinken, genau. Und ich wollte nochmal vorher schnell zum Dings gehen. Ich kann ja mal kurz mit Jack nochmal sprechen. Ich habe schon wieder so viele Abenteuer erlebt. Okay, doch nicht. Vasco hatte ja nichts für mich. Dann kann ich aber hier vorne noch zu dem einen Händler gehen, der hier unten sein Lager hatte. Und dann gucken, ob die Inquisitionsleute noch was für mich haben. Aber ich denke nicht, dadurch, dass das die erste Stadt war. Was habe ich jetzt für eine Hose? Eine Vierer. Mein Helm ist 3-3 mit 10 Einschüchterungen. Meine Schuhe sind 5-5. Statt die normalen immer nur 5 oder 3. Oder nur 0-5 oder so haben. Und meine Rüstung ist 20-20. Also, ach, der hat gar nichts. Okay. Ich bin aber immerhin schon wieder auf 7.500 Gold runter, ja? Also habe ich ganz schön viel ausgegeben. Den gleichen Wert, den ich noch habe, quasi. Die Hälfte habe ich noch. Nein. Jetzt habe ich keine Zeit. Die Flamme ist, glaube ich, weg. Ach, Kampf oder was? War ich nicht nett, ich habe auf seinen Zug gewartet, dass er seine Waffe zieht. Bäm. Ich dachte, mit Training meinte er eigentlich, dass er noch was hat, was er mir vielleicht beibringen könnte. Raus hier! Ja. Hau schon ab. Nicht schlecht. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Der hat nichts wirklich. Ich glaube, das hier ist doch der einzige Ort, wo man eine Schnapsbrennerei hatte. Ich wüsste jetzt gerade nicht auf Anhieb, wo ich nochmal eine gesehen hätte. Zumindest, wo ich auch selbst ran könnte. Seidenhemd hat natürlich gute Werte. Aber brauche ich ja nicht. Und kämpfen würde ich mit dem Ding sowieso nicht, weil es Stichwaffen plus 10 hat. Ich würde das höchstens nehmen, um, wenn ich Silberzunge irgendwo gebraucht hätte. Aber die Zeiten sind jetzt sowieso vorbei. Ein Ohrring. Nö, der hat nichts. Das Schiff wird da auch nicht mehr verankert liegen. Genau, dann kann ich jetzt auch. Obwohl, da vorne stand noch ein Typ. Ich glaube sogar mit Namen. Oder war das nur eine Wache? Mach hier. Nee. Zack, dann aufs Schiff und dann ab auf die Schwertküste. Caldera war das. Schatzinsel haben wir fertig, Insel der Toten haben wir fertig, Insel der Diebe auch. Bucht war ich eben, habe ich Nebenquest gemacht. Antigua könnte ich höchstens nochmal gucken, um irgendwelche Sachen zu kaufen. Und Schwertküste vielleicht. Aber erstmal gehe ich nach Caldera. Und der Kamm müsste eigentlich in dieser Grotte gleich am Anfang am Strand sein, habe ich gelesen. Ach siehste, ich habe mir das Schwert gar nicht angeguckt. Kamm mit deinem Zingen, Klingen plus 1. Das Buch Fechtkünstler im Zimmer von Isabello in Porta Isabella verrät euch genaue Informationen über den Kamm. Folgt dann der Quest Schatz am Strand der Festung, um ihn zu finden. Aber ich hatte, glaube ich, gar keine Quest bekommen. Oder damit ist einfach nur die Markierung im Questbuch gemeint, also dass ich halt noch ein legendäres Item offen habe.